Es gibt einige Begriffe, die man niemals bei Google eingeben sollte. Viele Begriffe werdet ihr wahrscheinlich kennen und alles, was sie tun, ist, dass sie euch gruselige Dinge bei Google Bilder zum Beispiel zeigen. Doch es gibt auch den ein oder anderen Begriff, den man niemals eingeben darf, weil er wirklich gefährlich sein könnte. Und ein solcher Begriff ist der Begriff der sogenannten Red Rooms. Und bevor manche von euch jetzt anfangen, diesen Begriff bei Google einzugeben, hört mir erstmal gut zu. Denn tatsächlich könnte dieser Begriff dazu führen, dass etwas Gefährliches passiert oder dass etwas passiert, was ihr später bereuen würdet. Denn Red Rooms befinden sich eigentlich, oder sie befanden sich die meiste Zeit, im Darknet. Der Teil des Internets, der normalerweise nicht zugänglich ist, es sei denn, man benutzt dafür einen speziellen Browser, also nicht so etwas wie Google Chrome oder dergleichen. Erst dann konnte man diese Seiten des Internets wirklich betreten. Und wir alle werden die Gerüchte über das Darknet kennen, dass dort kriminelle Machenschaften und dergleichen vorgehen. Doch ein Ort, der immer wieder schwer diskutiert wurde, waren die sogenannten Red Rooms. Räume im Darknet, die so schrecklich waren, dass man es sich kaum vorstellen könnte. Doch eben diese Räume, die eigentlich gut versteckt sein sollten, sollen mittlerweile an die Oberfläche gekommen sein. Sie sollen mittlerweile über ganz normale Browser zur Verfügung stehen, denn es gibt mittlerweile das Gerücht, dass man auf den unterschiedlichsten Forenseiten Links finden kann, die einen ohne Probleme auf eben solche Seiten weiterleiten, wo man dann wirklich schreckliche Dinge sieht. Und was eben hinter diesen Red Rooms, hinter diesem Gerücht und dieser Internetlegende steckt, wollte ich mir mit euch gerne einmal ansehen. Denn ihr müsst wissen, alles begann vor einiger Zeit. Denn rund um 2015, 2016 war auf einmal das Thema des Deep Webs und des Darknets auf YouTube unfassbar beliebt. Es war ein regelrechter Hype, wo jeder darüber reden wollte, und eben dort kam zum ersten Mal auf Reddit und auf 4chan der Begriff der Red Rooms auf. Ein Red Room ist ein Ort, wo Leute hingehen können, die besondere Arten von Fetischen haben. Und zwar den Fetisch, dass sie mit ansehen wollen, wie Menschen gequält, gefoltert werden und wie Menschen auch einfach sterben. Es soll erstmal ganz simpel ablaufen. Man ist auf einer Seite, für die man sich erstmal einladen lassen muss. Sprich, der Besitzer der Seite muss dir persönlich eine Einladung zuschicken und dann kannst du zugucken bei einer Art Livestream. Ein Livestream, wo gezeigt wird, wie ein Mensch gerade gefoltert wird, wie ihm Schmerzen angetan werden. Man sieht also bei wirklich schrecklichen Mordfällen zu. Und man kann auch mit diesen Mordfällen interagieren. Denn das sind keine einfachen Videos oder brutalen Videos, die man sonst von Seiten wie LiveLeak oder dergleichen kennt, sondern es sind wirklich interaktive Livestreams. Du kannst etwas in den Chatbereich schreiben und der, der diesen Stream macht, wird sich das Ganze angucken, wenn du dafür auch Geld spendest. Ähnlich wie es es wahrscheinlich auch auf anderen Streaming-Seiten gibt. Doch eben hier kommt es dazu, dass Leute darüber sprachen, dass Leute diese Idee posteten, beziehungsweise sagten, dass sie davon gehört oder gelesen hatten. Und sofort fingen Leute an zu recherchieren. Sie wollten herausfinden, was hinter den Red Rooms steckt, und dabei stießen sie erstmal auf einen ganz besonderen Red Room. Und das war einer, der ohne Probleme zu finden war. Und er trug den Titel Alicia. Der sogenannte Alicia Red Room war geboren und die Seite war erstmal seltsam, denn auf ihr lief ein Timer ab. Es war an sich eine schwarze Seite, wo einfach nur das Wort Alicia mit seltsamen Punkten in der Mitte stand, und darunter war ein Timer, der von 24 Stunden an rückwärts zählte. Doch das Gruselige waren die Töne, die man hörte. Man hörte nämlich im Hintergrund, wie eine Person scheinbar schrie, wie eine Person ausgepeitscht wurde. Man hörte schweres Atmen, so als würde jemand weinen. Man hörte also scheinbar schon bei diesem Livestream zu. Es klang so, als würde man eine Person hören, die gerade 24 Stunden lang festgehalten wurde. Dieser Red Room wurde dann auf den unterschiedlichsten Foren geteilt und immer mehr Menschen wurden darauf aufmerksam und guckten sich das Ganze an. Sie warteten, bis dieser Countdown endlich runterticken würde, um zu wissen, was danach passierte. Und gerade dann, als der Countdown auf Null ging, wurde das gesamte Bild schwarz. Die Leute sahen, dass scheinbar vor ihren Augen ein Livestream ablief. Sie bemerkten, sie konnten nachsehen, dass es vor ihren Augen ein Video war. Doch es war nichts zu sehen. Die Bildqualität war entweder so schlecht, dass es einfach nur schwarz war, oder das gesamte Motiv war zu dunkel bzw. abgebrochen. Man hörte jedoch etwas. Denn die Geräusche, die man vorher schon die ganze Zeit hörte, wurden jetzt lauter. Man hörte weiteres Schreien und man hörte scheinbar, dass die Folter erst jetzt richtig losgegangen war, bevor dann absolute Ruhe herrschte.
Dann irgendwann war der Livestream zu Ende gewesen und diese ganze Sache, dieser ganze Alicia Red Room war zu Ende. Es gibt noch einige weitere Informationen von portugiesischen Text, der auftauchte, der einem davon erzählte, dass wenn man sich zu lange diese Seite anguckt, die Seite einen zurück angucken würde, was so viel bedeutet wie, wenn ihr zu lange auf der Seite seid, finden wir heraus, wer ihr seid und so weiter. Dieser Red Room sorgte dafür, dass dieser ganze Kult sich erst wirklich weiterentwickelte. Und nach diesem Red Room kam es dazu, dass noch weitere gefunden wurden. Einer war zum Beispiel ein Red Room, wo angeblich ein ISIS-Mitglied gefangen gehalten wurde und umgebracht werden sollte während des Videos. Doch nachdem dieser Stream anfing, sah man keine wirklich schrecklichen grafischen Szenen, denn immer dann, wenn etwas Schreckliches passiert war, brach das Bild ab. Allgemein wurden die Leute skeptisch, als sie dies gesehen hatten. Sie konnten irgendwie nicht glauben, dass das, was sie sehen, tatsächlich real ist, denn nie hat man wirklich grausame Dinge gesehen. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass sowohl der Alicia Red Room als auch der andere wahrscheinlich gar nicht echt waren. Wahrscheinlich gab es hier nur Leute, die diesen ganzen Hype ausgenutzt haben, um selbst Teil dieses Hypes zu werden, um einen kleinen Meilenstein dieser ganzen Geschichte zu machen, und das ist ihnen auch geglückt. Doch nur weil diese beiden Red Rooms fake waren, hieß es nicht, dass Red Rooms allgemein nicht existieren. Es gibt die unterschiedlichsten Expertenmeinungen da draußen über eben solche Red Rooms. Es gibt einerseits die Leute, die davon fest überzeugt sind, dass Red Rooms existieren, nur dass man sie nicht einfach finden kann, weil sie selbst im Deep Web noch schwerst versteckt sind, beziehungsweise im Darknet noch sich so versteckt halten, dass man sie nicht findet, indem man einfach nur Red Room oder dergleichen angibt, sondern man kommt nur in diese Räume rein, wenn man zu einem Netzwerk von Kriminellen gehört. Andere wiederum sind der festen Überzeugung, dass das Ganze nichts als Blödsinn ist, weil Livestream im Darknet gar nicht so einfach möglich ist und viele Leute das ohne wirklich profitablen Grund nicht machen würden. Die Überlegung, dass es da draußen eine riesige Community gibt von Leuten, die einfach Menschen umbringen wollen, ist einfach nicht realistisch und klingt eher einer Creepypasta entsprungen als nach der echten Realität. Doch warum dann dieses Video? Warum das Thema, dass ihr das niemals googeln dürft? Hier kommen wir zum wichtigen Punkt, denn diese Links, die einen in das Deep Web bzw. Darknet führen, diese Links, die einen auf diese Red Rooms bringen, gibt es tatsächlich. Es gibt das alles. Und wenn ihr ins Darknet geht über einen Tor-Browser, könnt ihr auch, indem ihr einfach nach Red Rooms googelt eben oder nach Red Rooms sucht, eben solche Räume finden. Doch hier müsst ihr vorsichtig sein. Und eben hier kommt die Warnung ins Spiel, warum ihr es eben nicht machen dürft. Denn diese Räume sind nicht die normalen Folterräume, um die es in den Mysterien geht. Diese Räume haben nur ein einziges Ziel und dieses Ziel ist es, euch auszunehmen. Im Internet wird immer wieder davor gewarnt, dass man nicht aus Interesse, weil man mal davon gehört hat, nach diesen Räumen googeln soll, weil wenn man nachher auf so einen Raum kommt, kann es sein, dass eben ihr zurückgetrackt werdet, dass ein Virus bei euch installiert wird und dergleichen. Das sind jedenfalls die Schauergeschichten, die man hört. Viele Leute sagen, es sind lediglich Leute, die dir dein Geld wegnehmen wollen, zum Beispiel wenn du mit Online-Banking oder Bitcoin handelst, dass sie eben über die Wege versuchen, an dich ranzukommen. Das bedeutet, der Besuch der Seite selbst ist das Gefährliche. Ihr werdet wahrscheinlich dann keine grausamen Szenen oder Videos sehen, stattdessen werdet ihr einem Scammer direkt in die Arme laufen. Und das ist der Grund, warum ich euch davor warnen möchte. Was wirklich mit Red Rooms los ist, mit dem Mysterium der Red Rooms, ist nicht genau bekannt. Die ganze Legende wurde erst wirklich aufgegriffen ab 2015, doch es gibt sie tatsächlich schon viel länger. Bereits in Japan gibt es um 2000 herum Geschichten, dass eben Leute Videos oder Bilder von verstorbenen Menschen teilen im Internet auf besonderen Seiten, die auch als sogenannte Red Rooms gelabelt wurden. Ich gucke mir auf jeden Fall dieses Thema gerne noch weiter an. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.